Moin moin Leute, vor einigen Tagen wurde ich von dem Betreiber der Paddlepot Instagram-Seite gefragt, ob ich nicht an einer kleinen Skill-Challenge teilnehmen möchte. Und das werde ich natürlich hiermit auf jeden Fall tun. Deshalb vielen Dank auf jeden Fall Paddlepot für die Einladung. Und jetzt werde ich kurz einmal die Challenge erklären. Die Challenge an sich ist eigentlich recht simpel. Und zwar positioniert man hier auf der Mitte des ersten Zaunes eine Balldose und gegebenenfalls hier auf der anderen Seite auch. Und dann versucht man, diese mit Grundschlägen zu treffen. Dabei muss der Ball auf jeden Fall einmal vorher aufkommen und Aufschläge zählen natürlich nicht. Dann schauen wir mal, wie viele Bälle ich jetzt brauche. One eternity later. So, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Ergebnis, aber das geht doch bestimmt noch besser. Deshalb fordere ich euch jetzt heraus, das Ganze auch einmal auszuprobieren. Seht das Ganze auch nicht nur als Skill-Challenge an, sondern versucht das Ganze wirklich auch als Übung in euer Warm-up mit einzubinden. Die Übung fordert nämlich eine ruhige Hand und ist extrem gut, vor allem wenn ihr jetzt längere Zeit nicht gespielt habt, um wieder ein Feeling für Ball und Schläger zu bekommen. Lasst auf jeden Fall auch ein Like und ein Abo auf dem Instagram-Account von Paddlepot da. Paddlepot ist seit mehr als 5 Jahren aktiv in der Paddle-Szene und postet regelmäßig Content wie zum Beispiel Trainingsvideos auf Instagram. Deshalb schaut auf jeden Fall dort vorbei und gönnt euch die Videos. Übrigens, ihr könnt auch noch bis zum 17.09. die Challenge auf Instagram hochladen, Paddlepot verlinken und dann eine Kleinigkeit mit Glück gewinnen. Deshalb probiert die Challenge auf jeden Fall aus und viel Erfolg euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Moritz.